alleine werde das sicherlich nicht tun, aber vielleicht viele andere. Das, was ich gemacht habe, ist quasi eine Kampagne ins Leben gerufen, die heute hier sich sozusagen zum ersten Mal der Öffentlichkeit vorstellt. Die Agroforst-Kampagne. Wir wollen, dass wieder Bäume auf dem Acker stehen in Zukunft, und zwar ziemlich viele. Wir unterstützen die Vision der Europäischen Agroforst-Vereinigung, dass im Jahr 2025 50% aller Landwirte Agroforst-Technologien benutzen und wieder Ackerbau, Viehhaltung mit Bäumen kombinieren. Und es hieß ja hier, nach der Demo ist vor der Aktion, deswegen werde ich jetzt nicht viel dazu sagen, wer wir sind, eigentlich nur eine kleine Gruppe von Leuten, die hoffentlich bald mehr werden. Ich will euch nur kurz sagen, worum es in der nächsten Zeit gehen wird. Wir wollen Politiker, Verbände und Landwirte ansprechen, wir wollen eine Plattform bilden, um quasi die Wissenschaft und die Praktiker und die Politiker zusammenzubringen, um Agroforst-Systeme voranzubringen in Deutschland. Die Fotos sind einfach mal ein paar Beispiele von vorhandenen Systemen in Europa, damit man sich was drunter vorstellen kann. In Deutschland sind leider die politischen Rahmenbedingungen noch nicht so, dass es einfach ist für Landwirte, Agroforst-Systeme umzusetzen. Das soll sich ändern, und dazu wird die nächste Aktion eine Briefkampagne sein. Wir wollen bis zu 1000 Broschüren verschicken. Diese Broschüren hier, die haben wir gerade drucken lassen, die von der Uni Freiburg entworfen wurden und bisher unbekannt im Internet verschimmelt sind, um zu zeigen, wir brauchen Agroforst-Systeme und wir müssen die politischen Rahmenbedingungen ändern. Wir wollen als nächstes, wollen wir natürlich uns einsetzen bei den Politikern dafür, dass die gesetzlichen Rahmenbedingungen geändert werden. Ja, dann bieten wir bieten an für Landwirte, für Initiativen, dass wir zu Ihnen kommen und Vorträge und Workshops halten zu diesem Thema. Wir wollen beraten und auch designen. Agroforst-Systeme müssen geplant werden und auch die Umsetzung muss vernünftig geplant werden, damit dort keine Verluste entstehen. Wir suchen natürlich Unterstützung, nicht nur finanzieller Art, sondern vor allen Dingen jetzt aktuell Unterstützung aus möglichst allen Bundesländern von Initiativen, die sich auskennen mit den entsprechenden Akteuren in Politik und Landwirtschaft, damit wir die richtigen Adressaten finden, an die wir uns wenden können. Es reicht leider nicht nur, Broschüren einfach zu verteilen, sondern man muss sie richtig platzieren. Agroforst-Systeme sind leider noch viel zu unbekannt, und selbst in den landwirtschaftlichen Fakultäten kennen sich die Professoren häufig damit nicht aus. Das heißt, wir sind auf der Suche nach Kooperationspartnern und nach Unterstützern, die Lust haben, für uns die richtigen Leute zu recherchieren und uns Ansprechpartner zu nennen, damit die Informationen an den richtigen Platz kommen. Und was natürlich auch ein wichtiges Thema bei Agroforst-Systemen ist, ist die Finanzierung. Wir sind der Meinung, dass es auch für die Zukunft ein sehr interessantes Feld ist, um ethisch zu investieren. Wir wollen natürlich Geld sammeln, wir wollen Konzepte entwickeln, wie Bäume auf dem Acker kommen können, wie Win-Win-Situationen entstehen können zwischen Landwirten, Landbesitzern, auch Pächtern von Flächen, die Bäume pflanzen wollen, und Investoren, Leute, die für ihre Enkel Geld übrig haben, für ihre Enkel Geld in Bäume investieren wollen, weil wir brauchen die Bäume, um zu verhindern, dass in Europa in 50 Jahren Wüste ist. Bäume pflanzen ist die Aktion, um einer Desertifizierung entgegenzuwirken. Und last but not least wollen wir natürlich Aktionen planen. Wir wollen Pflanzaktionen planen und laden euch ein, kommt auf unsere Webseite, bekundet eure Lust, an Pflanzaktionen teilzunehmen, dass in den nächsten Jahren Hunderttausende von Bäumen wieder auf die Äcker kommen. Schönen Dank. Herzlichen Dank, Robert Strauch.